So, die sind erwachsen. Die ersten beiden. Du bist auch erwachsen. Du bist erwachsen. Bögen und Waffenröcke sind auch fast alle geliefert. Das heißt, sie werden sich bald nur noch auf ihren Umfeld hier konzentrieren. Paar Kinder haben wir noch. Du bist erwachsen. Dann ab mit euch. Okay, die Straße ist fertig. Das heißt, welcher ist der Unverheiratete? Das ist Stroller. Stroller, nicht Stroller. Du wirst jetzt Träger lernen, dann Händler. Dann wirst du Bier und Nahrung nach da unten schaffen. Träger. Vor allem Nahrung, weil die Häuser brauchen dringend Nahrung. Ich kann das so viel hin und her versuchen, wie ich will. Wahrscheinlich. So, du bist erwachsen. Du hast Träger gelernt, wirst aber jetzt Händler. Und bringst Zeug hin und her. Du bist hungrig, dann iss was. Du kannst trainiert werden. So. Die Werkstatt steht schon eine Weile leer. Uns geht schon wieder langsam das Geschirr aus. Na. Und du lieferst Nahrung und Bier. Gut. Ja, kann man vergessen. Du schürfst nach Eisen. Er findet auch keins mehr. Er kommt, glaube ich, nicht mehr da oben hin. Ne. Da müsste ich seinen Arbeitsbereich nach da oben verlegen. Und seinen ebenso. Dann sollte das Eisen einigermaßen im Bereich sein. So, Nahrung wird geliefert. Gut. Bier wird auch geliefert. Der letzte Wappenrock wird gerade geholt. Gut. Wir befördern die ersten Leute. Du noch nicht.
So, da ich langsam etwas Stein wieder reinkriege, bauen wir unsere Straßen weiter. Erstmal auf der Seite die einfachen Straßen. Die meinen kleinen, das sollte unser einer Bauarbeiter ja gut hinkriegen. Und ja, ich weiß später, wie wir das regulieren können mit dem Schwert. Indem ich einfach meinen Werkzeugschmied einmal in der Schwertschmiede ein Schwert schmieden lasse. Weil Schwerter... Wir haben hier 8 Eisenrüstung und hier 7. Macht 15. Wir haben hier 6 Schwerter und hier macht 14. Ja, ein Schwert fehlt. Und ja, Wetter will ich gerne alles aufbrauchen. Abgesehen jetzt von den Speeren. Die waren ein notwendiges Übel. Jetzt kannst du die Kaserne verlassen, so. Bögen und Dings sind gelagert, das heißt, ihr habt eigentlich in der Richtung hier nichts mehr verloren. Schuhe werden benutzt. Straße werden gebaut, gut. So, machen wir bitte nochmal Geschirr. Und da muss ich dich erstmal etwas Leben sammeln schicken, denke ich mal. Also ja, hier oben ist noch Stein. Ja, das Eisenerz da, an das kommst du nicht ran. Nur an das da oben. Aber ich denke, Eisen ist auch nicht so das Problem gerade. Hauptproblem dürfte vorbei. Gold sieht eigentlich auch noch gut aus. Er hat zwar fast alles jetzt abgebaut, aber... Es sind hier 28 Goldnuggets schon und hier nochmal 10 sind 38. Wenn ich das mal 1,5 nehme, also gehen wir mal von 40 aus, kriege ich noch mindestens 60 Gold raus. Und 60 Gold ist... nicht wenig. Schwerter Eisenrüstungen. Also ein Schwert muss ich noch herstellen. Das soll er mir bitte herstellen. Und ja, es wird schon Gold aus der Goldschmiede geholt.
So, mit Bier ausrüsten, Kaserne verlassen. Ja, meine kleine Armee wächst. Fünf Jungs habe ich noch. Und hier habe ich schon 6. Das heißt, ich sollte eigentlich demnächst mal... Ach, die Nahrung hier ist schon ziemlich abgenommen. Hat schon ziemlich abgenommen. Ja, hast du. Du hast jetzt tatsächlich ein Schwert zu viel gemacht. Oh. Okay. Jo. Mal gucken, bist du bei der Eisenrüstung besser? Ja, Goldnuggets werden langsam wirklich weniger. Ah ja, und ich habe vergessen, die Goldnuggets hier oben drin mitzuzählen. Also sind es hier 30 und hier 30, 60. Wow, wir haben mehr als genug Gold. Also 60 und dann 1,5 drauf. Wären 90. Ja, Gold ist kein Problem. Jetzt machen wir bitte nur eine Eisenrüstung. Danke. Ah, du hast dein Geschirr hergestellt. Gut, das heißt... Steine klopfen. Möbel sehen noch ganz okay aus eigentlich, aber... Also ja, wir haben 5 Eisenrüstungen hier. Noch jeweils 8. Dort. Macht 13 und mit den 7 Leuten, die wir haben, macht es genau 20. Hey. Gut, 20 und 11 Bogenschützen. Das sollte eigentlich mehr als ausreichend sein. In der letzten Mission habe ich es ja ein bisschen übertrieben. Du kannst trainiert werden, gut. Du stellst nichts mehr her, weil du keine Pilze findest. Ah. Okay, Pilzsammler, wie viel? Ah, wir haben ein bisschen was an Öl jetzt. Da ist ein Wegweiser, der schickt dich zu Pilzen. Jetzt sollten aber Pilze in deinem Einflussbereich sein.